Oleg Popow sieht man sehr gut, was eben der Begriff nonkonform auch meint. Es ist eben eine persönliche Haltung, wie ein Künstler in diesem, in Russland sozusagen existieren kann und welche Haltung er sich zulegt in diesem System. Oleg Popow ist ein Journalist und er war mehrsprachig, war unter anderem im Tschetschenienkrieg unterwegs und hat berichtet. Er ist dann knapp 40-jährig, bei einem Sturz hat er sich die Rückenmarkverletzung zugezogen, mit der Folge, dass er nicht mehr sich bewegen konnte, im Rollstuhl sitzt, eigentlich nur noch den einen Finger einer Hand bewegen kann, indem er Farben auf die Leinwand tupft, was so einen etwas wirklich impressionistischen Eindruck erweckt und malt ungebrochen, trotz dieses schweren Schicksals, sehr positive, heitere Bilder. Er holt sich sehr viel Stoff aus den öffentlichen Medien, Fotografien, Internet.